ganz herzlich aus der Peter-Pauls-Kirche, aus unserer großen Peter-Pauls-Kirche. Morgen am 23. Mai sollte das erste Sommerkonzert in unserer alten Kirche stattfinden. Aus aktuellem Anlass musste das abgesagt werden. Nein, nicht abgesagt. Wir wollen es für viele Interessierte dennoch erlebbar machen. Für geladene Gäste, wie sie hier sitzen, und dann später auch für viele weitere Zuhörer und Zuschauer im Netz. Um Hafenträume soll es gehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die beiden Musikerinnen und Katharina Müller und Kazumi Hashimoto. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Sie stehen stellvertretend für viele freischaffende Musiker und Musikerinnen in unserem Land, die gerade in finanzieller Hinsicht, aber auch in mentaler Hinsicht eine sehr kritische Situation bewältigen müssen. Und das war eben auch ein Beweggrund, dieses Konzert nicht ausfallen zu lassen und auf eine andere Art stattfinden zu lassen. Und deshalb bitten wir auch herzlich am Ausgang, den Opferstock rechter Hand nicht zu übersehen und ihn auch reichlich zu füllen. Per Überweisung oder mit einer direkten Spende dürfen Sie gerne unser Anliegen unterstützen. Noch ein kleiner Hinweis, sollte jemand denken, er müsste das ganze Konzert mit Mundschutz sitzen. Sie dürfen den gerne abnehmen und nur dann beim Rausgehen ihn dann wieder aktivieren sozusagen. Ja, und nun wünsche ich uns allen eine schöne musikalische Stunde. Herzlichen Dank, dass die alle gekommen sind, dass das mit der Technik möglich ist und viel Freude mit Hafen. Thank you.
Hause und den Bildschirmen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem kleinen Konzert mit unserem Harfenduo und wir hoffen, dass es Ihnen und uns gelingt, in der nächsten Stunde die Sorgen in dieser ungewöhnlichen Zeit ein wenig zu vergessen. Immerhin ist Frühling und das ist eine wunderbare Jahreszeit und wir werden eigentlich sehr oft mit Sonne beschenkt. Die ganze Welt wird lebendig, die Kälte ist Vergangenheit, die Luft ist mit dem Duft von sattem Grün gefüllt. Die Natur, die so langweilig und kalt erschien, lebt wieder auf und ist erwacht. Ein neuer Lebenszyklus ist gestartet. Es ist eine Zeit der Lebensfreude, die im Inneren wohnt und erwacht. Die Harfe ist traditionell ein diatonisches Instrument, das auf eine Tonart eingestimmt ist. Um dann schnell auf eine andere Tonart wechseln zu können, wurden ab dem 18. Jahrhundert unterhalb der Stimmwirbel am oberen Ende der Saiten, ich zeige es dann auch nochmal, sogenannte Haken- oder Halbtonklappen angebracht, mit denen die Saiten verkürzt und um jeweils einen Halbton erhöht werden konnten. Die Haken werden mit der linken Hand betätigt, auch während des Spiels. Erstmal wird die Tonart vor jedem Stück eingestellt. Dann kann man eben entsprechende Veränderungen umstimmen. Die Grundstimmung der Hakenharfe ist S-Dur. Durch Umstimmen sind aber insgesamt 7 Dur-Tonarten und ihre dazugehörigen Molltonarten spielbar. Hakenharfen sind seit dem 17. Jahrhundert bekannt und waren in der Kunstmusik noch neben den Pedalharfen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein verbreitet. Am bekanntesten sind die Instrumente, die häufig von böhmischen und thüringischen Wandermusikern bis in die 50er Jahre hinein gespielt wurden. Diese werden damals als böhmische Hakenharfen bezeichnet. Außerdem sind viele der sogenannten irischen oder keltischen Harfen Hakenharfen und sind auch heute noch in der Folklore in Irland, Schottland, Wales und der Bretagne gebräuchlich. Wir möchten Sie jetzt weiter entführen in das Zeitalter des Barock. Sie hören zunächst von Antonio Vivaldi, Komponist und Violinist in Venedig, eine Bearbeitung des Andante aus dem Concerto in G für 2 Mandolinen. Thank you.
Thank you.
folgen nun einige Bearbeitungen bekannter geistlicher Lieder. Zunächst spielen wir von Johann Sebastian Bach den Choral »Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft« aus der Kantate »Herz und Mund und Tat und Leben«. Dann gibt es von Georg Friedrich Händel eine Bearbeitung der Arie der Theodora »Angels Pride and Ever Fair« aus dem Oratorium »Theodora«. Dann spielen wir eine Fugetta, nochmal von dem Nürnberger Organist und Komponist Johann Parädel. Und zum Abschluss dieses Vlogs hören Sie die Arie der Pales, Schafe können sicher weiden, aus der Jagdkantate von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Stück, das Kasumi für sie alleine spielen wird, heißt Die Nachtigall und ist von der zeitgenössischen amerikanischen Jazz-Harfenistin Deborah Hanson Conant. Thank you.
Salzburger Land. Hier wird noch heute die bereits erwähnte Einfachpedalharfe in der alpenländischen Volksmusik eingesetzt. Vom böhmischen Erzgebirge und der böhmischen Schweiz aus brachten Wanderharfenisten die böhmische Musik nach Bayern und Tirol, nachdem die Erzvorräte aufgebraucht waren und die Bergarbeiter sich neue Erwerbsquellen erschließen mussten und mit Instrumenten von Wirtshaus zogen, bis zum Beginn der Industrialisierung. In Bayern und Tirol ist seither die Stubenmusi zu Hause. Kleine konzertante Besetzungen aus Zither, Gitarre, Harfe, Kontrabass und Hackbrett spielen in kleinen Räumen, Gaststuben oder auf der Alm auf. Hören Sie nun das sogenannte Mozart-Menuett von Erich Schubert. Thank you.
Thank you.